sehr grosse Anteile von diesen Elektrogeräten sind Kunststoff, Kunststoffgehäuse, Mehrkomponenten Kunststoff und so weiter. Und es wird separat gesammelt, wird im Recycling zugeführt. Und sind wir dort bei dieser Zahl, was sammeln wir und was rezyklieren wir. Es wird sämtliche Geräte, die bei uns abgegeben werden, gehen den Recyclingweg, spezialisierte, zertifizierte Abnehmer sind das. Aber dort fallen natürlich Anteile an, eben Kunststoffe, Teile, die man zum Teil nicht am Recycling zuführen kann. Und die werden dann irgendwo thermisch verwertet. Aber ein grosser Teil wird natürlich effektiv am Recycling zugeführt. Es ist ähnlich wie die Batterien, auch speziell kleinere Elektrogeräte sollte man wirklich in Richtung Kanal hineingeben. Das heisst, ja, nicht in den Kühlersack fallen. Das kann theoretisch ein iPhone sein. Bitte nicht in den Kühlersack, sondern als E-Schrott zurückgeben am Händler oder auf der entsprechenden Entsorgungsstelle, dass das einfach im Kreis noch nicht verloren geht. Mit dieser vorgezogenen Entsorgungsgebühr zahlt man eigentlich beim Kauf von einem Gerät bereits einen Teil an der Entsorgung. Das ist mal das Positive, weil dann haben wir sichergestellt, dass die Entsorgung, Recycling, dass das System finanziert ist, dass jeder, der diesem Prozess beteiligt ist, sei er als Sammler, als Verarbeiter, als Recycler, einen gewissen Anteil rausbekommt. Und das ist eigentlich ein kleiner Betrag pro Gerät, das liegt so um die 7 Franken.